Made in Germany, ein massives Holzhaus, aber nicht so barock, wie ich das kenne, wie sie teilweise im Hunsrück auch gefertigt werden, sondern ganz modern, bei dem man sich dann wirklich fragen muss, ist das jetzt massiv? Ist das Holz vorgebaut? Es ist so schön und wenn wir gleich reingehen, ich muss sagen, selten habe ich mich so wohl gefühlt. Es fängt an, wenn du reingehst, wirklich, du riechst quasi jetzt keine Zirbe, aber du riechst das echte Holz und gebaut wird es, glaube ich, in NRW, ist das korrekt? Ich grüße dich ganz herzlich, Frank. Ja, grüße dich, hallo. Ja, wir haben eine Fertigung in NRW, wir haben eine weitere Fertigung in Süddeutschland und Ostdeutschland und dort werden die bei uns individuell gefertigt. Ja, wenn wir gleich reinsehen, es fühlt sich an wie 1,5 Millionen, aber es ist nicht so teuer. Wir liegen knapp über 600.000 hier bei dem Haus. So ein Haus, je nach Ausstattung so 550, 600.000, da fängt es an so in der Richtung, in der Größe her. Ja, und das ist kein Sichtholz. Das bedeutet, wenn es brennen würde, es würde wahrscheinlich tagelang brennen, weil ich sag mal, das Holz, was hier drauf ist, ist so massiv, es bindet CO2. Ja. Ihr seid quasi nicht nur CO2-neutral, ihr seid minus CO2. Ja, genau. Das wird auch durch ein Zertifikat jedem Kunden nachher mitgeteilt, welchen Senkungsbeitrag er dann hat, wenn er ein Blockhaus baut mit uns. Sag mal, ist das Thema Nachhaltigkeit bei euch überhaupt ein Thema? Da gibt es ja jetzt demnächst was ganz Neues von der KfW. Oder ich sag mal, habt ihr die Möglichkeit, da zinsgünstige Darlehen mit zu beantragen bei so einem Hauskauf? Also wir sind auf dem Weg dahin. Wir werden die ersten Zertifizierungen laufen und es wird, denke ich mal, 1 bis 2 Jahre dauern und dann wird diese Bauweise sicherlich auch, insbesondere was steuerlichen Teil angeht, begünstigt werden. Was den KfW-Zuschuss angeht, da sind wir im Moment ehrlich gesagt noch nicht ganz so optimal aufgestellt, weil die KfW noch Anforderungen hat wie Passivhausstandard, Belüftungsanlagen etc., die für uns überhaupt gar kein Thema sind. Zu uns kommt man, wenn man eine atmungsaktive Wand haben will und eben keine Belüftungsanlage. Ja, das Coole ist, ihr habt eine Speicherfähigkeit in dem Holz drin, was es, ich sag mal, das Thema Wohlfühlen, Räume und so weiter angeht. Diese kleine Wärmepumpe hier beheizt das ganze Haus. Ja, genau. Das ist unsere Wärmepumpe, mit der wir das beheizen. Wir haben eine Fußbodenheizung. Diese Wärmepumpe hat noch den weiteren Vorteil, dass sie auch eine Rückgewinnung hat, eine Kälteanlage für den Sommer. Das heißt, wir können das Haus auch im Sommer durch diese Anlage etwas runterkühlen, sodass wir immer ein gleichbleibendes Klima haben. Und mehr haben wir einfach nicht. Das ist Stand der Technik heute. Und alles Weitere ist dann eben private Entscheidung des Bauherrn. So, die Wärmedämmung ist so sensationell, dass die Heizkosten sehr gering sind. Ist das korrekt? Ja, ganz genau. Also Heizkosten spielen im Bereich des modernen Blockhausbaus weniger eine Rolle. Wir haben natürlich jetzt auch gerade eine Phase, wo wir das immer schön dokumentieren können. Es gibt bei uns momentan Anfragen von Bauherren, die wirklich mit Messinstrumenten kommen und die Außenwandtemperatur, Innenwand alles messen, um festzustellen, dass wir keinen Wärmeverlust von innen nach außen haben. Es gibt gar keinen? Der ist so gering, dass wir sagen, kein, nein. Bei einer 20 cm Massivholzwand, muss man dazu sagen. Man muss auch sagen, damit rühmen sich die besten Hersteller im Moment, dass sie sagen, man hat quasi einen Passivhauseffekt. Aber du sagst auch, das ist nicht nur im Winterklasse, wenn es kalt ist, sondern es ist auch richtig toll im Sommer. Das heißt, du kannst mit wenig Energie kühlen. Genau, ganz genau. Was natürlich Wärme ist, ja egal, ob sie im Winter von innen erzeugt wird oder im Sommer von außen. Wärme bleibt Wärme und die durchdringt diese Wand eben nicht. Ist das schön hier. Ihr seid ein Novum. Ihr habt ein Massivhaus auf einem Fertighaus-Musterhauspark gebaut. Habt ihr überhaupt eine Genehmigung dafür bekommen? Ja, weil hier sollen ja eigentlich nur Fertighäuser kommen. Ja, das Schöne war, dass wir sogar angesprochen worden sind, ob wir nicht Interesse haben, hier mitzumachen. Und das war natürlich für uns ein Zeichen. Das ist unser erstes Musterhaus in einem Musterhauspark. Und der Erfolg gibt uns momentan recht, da weiterzumachen. So, jetzt kommen ja viele Leute rein, die gucken da, die suchen ganz verwundert dann, ich sag mal, diese Sandwich-Bauweise in der Mitte mit Dämmstoff. Ja. Das habe ich auch am Anfang gefragt und dann habe ich das gezeigt, habe ich gesagt, wie geil, wie habt ihr denn dieses Sichtholz hier drauf bekommen? Genau. Und dann hat mir der Dings eben, Name nochmal von ihm? Der Christian. Christian hat mir gesagt, nee, das ist massiv. Genau, also was du hier siehst, ist eben der Wandaufbau, der sich auch durchgängig durch die Wand befindet. Also wir haben eine 20 cm Massivholzbauweise. Also nichts Fake? Alles? Nichts Fake, das ist wirklich durchgeschnitten, das kannst du jetzt überall schneiden, so sieht es überall aus. Okay, das ist wirklich krass. Das bedeutet, dieses Haus hier wiegt, glaube ich, Tonnen. Was wiegt sowas?
500? Nee, 50? Ja, also ich sag mal so, so eine Wand vielleicht 5, 6 Tonnen mal 6, also irgendwo um die 40 Tonnen mit Dach vielleicht 45 Tonnen. Kann das fliegen? Ja, zu dir im Garten vielleicht, wenn du eins bestellst. Aber es ist so, das ist so massiv. Ja, das kann nicht fliegen. Es ist auch wirklich, es steht von alleine. Es ist, wir haben natürlich immer wieder diesen Ansatz des amerikanischen Blockhauses, das bei Wind umfällt. Das ist bei uns nicht so. Das bleibt stehen und ist... So, es kommt noch viel, viel geiler. Das Holz kommt aus Finnland. Ja. Das heißt, also ihr schlagt wirklich in den Gebieten ein, wo die sich auskennen mit Holzhäusern. Genau. Weil das Holz soll ja relativ trocken sein. Trocknung, wie geht ihr damit um? Also wir haben ein kammergetrocknetes Holz und trocknen das vor oder bevor wir es fertigen auf den Trocknungszustand. Das sind 12-13%, die wir nachher in einem bewohnten Haus haben. Das heißt, wir haben auch nichts mehr mit der Setzung zu tun. Setzungstoleranzen sind gleich null bei uns. Das war früher ein Problem, aber moderne Blockhaushersteller haben sich eigentlich darauf eingelassen, dass sie das eben dann in dieser Art verfertigen. Sag mal, was ich nicht raffe, ist, die Farbe verändert sich da normalerweise, wird grau. Ist das hier auch so bei dem Haus? Dieses Haus ist jetzt mit einem sogenannten UV-Schutz bearbeitet worden. Das siehst du aber nicht, oder? Nein, das siehst du nicht. Das fühlt sich auch an, als wenn das Naturholz ist. Das sind offenporige Lasuren, die extra auf den Blockhausbau abgestimmt worden sind. Da empfehlen wir auch nicht irgendwelche, nichts gegen den Baumarkt, der hat seine Bedeutung. Nein, kauf bitte Qualitätslacke. Wirklich, das, an diesem Fall können wir wirklich sagen, es muss abgestimmt auf den Blockhausbau sein und wir arbeiten da mit einem Schweizer Produkt und das machen wir seit 25 Jahren jetzt. So, das heißt, die Farbe verändert sich gar nicht? Das wiederholt man so alle 8 bis 10 Jahre, wenn man jetzt sagt, ich möchte das so erhalten. Es wird natürlich irgendwann an den Wetterseiten etwas anfangen, eine leichte Vergrauung, dann wäscht man es ab und streicht es neu. Okay. Oh, das ist cool. Man kann es abschleifen? Man könnte es abschleifen, ist aber nicht notwendig. Man kann sogar so weit hingehen, dass 30% unserer Bauherren aufgrund der Qualität des Holzes sagen, wir machen gar nichts. Wir sehen das. Lass es grau werden. Wir lassen es oft, du siehst es oft in der Schweiz, Österreich, wenn du durch die Bergdörfer fährst. Lass es grau werden. Dem Holz ist das egal. Wir als Hersteller sagen, mach was du willst. Patina. Also wenn du dann von silberner Patina redest, weißt du, findest es schön. Und wenn du sagst, das sieht aber grau aus, dann müssen wir was tun. Warte, ich gehe mal gerade einen Schritt zurück. Ich muss das mal ganz zeigen, so leid es mir tut. Ja. Frank, aber das ist so ein schönes Haus und es ist eingebaut, natürlich auch von anderen schönen Häusern, aber es ist, fällt vollkommen auf, weil es von außen schön aussieht. Ich habe gesagt, ich wusste gar nicht, dass wir hier drehen. Dann bin ich vorbeigekommen und gesagt, das Haus muss ich unbedingt nochmal rein. Und dann hatten wir einen Termin. Ja. Einen Termin. Und du bist jetzt von weiter angereist? Ich selber wohne im Rheinland, ganz genau. Okay, das heißt, du bist für den Drehtermin hergekommen. Ich bin jetzt... Wegen euch hier, genau. So, ich sag das mal gerade. Damit rennt bei euch der halbe Ort rum. Genau. Du hast irgendwann mal wahrscheinlich eine teure Werbeagentur beauftragt, mach mal was Cooles oder kamt ihr selber drauf? Genau, die Werbeagentur sitzt bei uns im Büro und heißt Michael Lemmer und hat eine Idee gehabt, einfach zu machen, wir machen mal was Neues und lassen einfach mal die Vokale weg. So, ihr baut viele Häuser, euch gibt es seit über 40 Jahren? Genau, uns gibt es seit knapp 50 Jahren in dem Bereich des Blockhausbaus, die ursprüngliche Firma seit 75 Jahren. Wir hatten früher viel mit Holz zu tun, Holzställe, Lagerhallen für Kartoffellagerhallen, Kuhställe etc. Echt? Und dann, also von der Kuh zum Mensch gekommen. Also Holz war schon immer euer Ding, sozusagen. Genau, Holz war immer schon unser Ding, ganz genau. So, jetzt kommt es ziemlich cool. Die meisten Musterhäuser haben so eine Lebensdauer 10 bis 15 Jahre. Da muss man die langsam mal dran denken, die abzureißen, weil ich sag mal, du kannst irgendwann mal, ist die Technik so weit fortgeschritten, du sagst, wir haben so schon gebaut vor 15 Jahren. Wir haben jetzt mal graue Fenster gemacht, damit wir wenigstens was zu diskutieren haben. Ganz genau. Ja. Wir haben also mal die Fensterfarben angepasst. Natürlich entwickelt sich aufgrund der Energieverordnung, was die Fenster angeht, was Dachisolierung angeht etc., entwickeln wir uns natürlich auch weiter. Aber das Grundprodukt dieser 20 cm Massivholzwand gibt es jetzt über 20 Jahren und das wird sich Stand heute auch noch nicht wieder ändern. Keller, macht das Sinn? Wenn du am Hang baust, ja, in der Ebene ist es teures Geld. Für wenig Wohnraum. Also Hang heißt zum Beispiel unten jetzt die Garage, Eingang Wenn du eine Hanglage hast, sag ich mal im Allgäu unten, wo du Sutterung nutzen kannst, dann super. Ansonsten bauen wir doch eher mit Bodenplatte heute. So, da kann man für die Optik auch vorne wieder Holz machen, oder? Am Hang. Also wenn man sowas baut, Keller vorne, Holz, Sichtholz. Du kannst dann drei Wände aus Beton machen und die vordere Wand aus Holz. Okay. Habt ihr das schon mal gemacht? Ja. So, ihr baut, ihr verkauft natürlich viel in die Schweiz, weil da ist alles nicht so ganz so billig. Da lachen die über eure Preise sich tot. Ihr verkauft da teurer in die Schweiz? Oder? Nein, wir verkaufen. Warum nicht? Die Schweiz hat noch mehr Geld. Weil wir ein ganz bodenständiges Familienunternehmen sind und in den nächsten 50 Jahren auch noch weiter Holzhäuser verkaufen wollen und nie diesen ganz schnellen Charakter haben, sondern wir sagen,
Wir machen was Langlebiges und über Generationen. Ihr seid in der Schweiz ein Discounter quasi. Wir sind ein Discounter mit Schweizer Wohnsitz, genau. Ja, das ist so ziemlich cool. Ja, ihr fertigt in Deutschland. Das Ganze ist wahrscheinlich auf einer CNC oder habt ihr noch eine Handsäge? Eine Handsäge haben wir natürlich auch, weil wir haben so ein kleines historisches Museum. Mhm. Aber ansonsten haben wir natürlich moderne Rundeckeanlagen, mit denen wir das dann fertigen. Und so. Mich hat irgendwas gestochen hin. Ich dachte, ist aber keine Biene oder so. Guck mal. Nein. Ach so, das ist so ein Holzding. Du bist eben in so ein Gestrüpp gelaufen. Ja. Ach, klasse. Nee, irgendwas, da hatte ich immer das Gefühl, irgendwas sticht mich gleich. Ja, heute 8. Februar 2023. Du warst schon drin. Mhm. Was für ein Feeling drin? Sehr, sehr wohnlich, sehr gemütlich. Ich habe auch zu ihm vorhin gesagt, ich würde mich am liebsten gleich auf die Couch hier flacken. Komm, wir gehen mal außen rum, dass wir es mal sehen. Also hier habt ihr ja nur ein begrenztes Terrain. Dann habt ihr das Ganze angepasst. Ihr habt trotzdem einen riesen Haufen hier hingestellt. Denn wenn du reinkommst, das ist so wohnlich, so schön. Ja. Ihr habt die Fläche optimal ausgenutzt. Gut, jetzt musst du hier keine Abstände zum Nachbarn zwingend einhalten. Ich glaube, im Musterhauszentrum geht einiges, oder? Ja, wobei diese rein mathematisch betrachteten 3 Meter haben wir selbst hier eingehalten. Man weiß ja nie, was irgendwann aus dem Musterhauszentrum wird. Aber grundsätzlich ist das Haus schon so aufgebaut, aufgrund der Größe auch, dass wir aufgrund der individuellen Bauweise, die wir haben, kein Haus ist gleich, wollen wir mit diesem Haus zeigen, was bautechnisch alles möglich ist. Was total krass ist, 4 Wochen. In 4 Wochen kann man das Haus bauen, also den Rohbau, dann ist das Dach drauf, wenn ungefähr. Wenn du 4 Wochen Zeit hast, dann kannst du dann in den 4 Wochen noch 2 Wochen Urlaub machen, weil Dach, je nach Aufwendigkeit des Hauses, so 10 bis 14 Tage. 10 bis 14 Tage, das ist hier wahrscheinlich die Wetterseite, hier die Seite? Ich könnte jetzt sagen, ja, weil da geht die Sonne auf, Wetterseite ist mehr von hier dann. Ja, von da. So. Aber du sagst, diese Lasur macht das so schön, wie es jetzt hier ist. Also eine ganz tolle Patina. Es sieht auch von außen, es gibt ja heute Kunststoffe, die du nicht mehr unterscheiden kannst. HPL-Beschichtungen, keine Ahnung. Das hier ist diffusionsoffen, richtig? Ja, ganz genau. Das ist auch das wesentliche Merkmal der Lasur, dass es eben diffusionsoffen sein muss, um eben ein Holz zu schützen. Im Gegensatz zu deinem Gartenhaus, was du vielleicht baust, wo du dann eben auch schützende Lasuren oder dann auch Lacke nehmen kannst, damit du halt einfach das Holz dann vor Witterung schützt, was du hier nicht musst. Hier ist es wirklich Design, das Haus ist jetzt 3 Jahre alt und also wenn wir sagen 8 bis 10 Jahre zur Wiederholung, dann sehen wir also noch müssen wir gar nichts machen. So, jetzt habt ihr hier natürlich einige Vorschläge, ihr habt die Architekten, jetzt ist das ja in solchen Parks hier, ist der Architekt inklusive, die Planung inklusive, ja. Schlüsselfertig, macht ihr das auch so? Wir bauen das Haus komplett auf. Wir sind kein schlüsselfertiger Anbieter, weil wir immer sagen, das Wichtigste, wenn du bei der Haustechnik bist, nimm regionale Anbieter, was die Gewährleistung angeht, was, wenn was ist, Heizungsbauer, Elektrik, das nehmen wir vor Ort, suchen das für die Kunden aus. Entweder das macht ihr aber auf Wunsch. Das heißt, ihr sprecht mit denen. Das auch, selbstverständlich. Weil es gibt ja keine Handwerker mehr. Wenn ich jetzt hier im Saarland versuche, einen zu kriegen, der dann sagt, was? Du kaufst nicht alles bei mir, die Badewanne auch noch mit und so, und dann komme ich nicht. Ja, das ist wahr, aber da muss ich auch, ohne jetzt irgendwie ein bisschen anzugeben, sagen, das Blockhaus selber neigt auch dazu, dass die Handwerker Lust haben, sich mal auf was Neues einzulassen. Und, also die sagen dann schon mal andere Termine ab für euch. Also das auf jeden Fall, wenn wir das rechtzeitig ankündigen, dann haben wir also immer die Chance, etwas zu machen. Und es hat noch nie ein Haus ist noch nie bewohnt worden ohne Heizung und Sanitär. So Frank, du bist so ein cooler Typ. Ich würde gerne mal dir folgendes Angebot machen. Das ist jetzt gemein, weil die Kamera läuft. Ich komme mal auf eine Stellung von einem Blockhaus mit. Ich würde gerne mal mitkommen. Ich schicke dir mal einen Mediengestalter hin, kostet nichts, wo wir das mal zeigen, wie das gebaut wird. Haben wir die Möglichkeit irgendwann? Ich meine, bei so vielen Häusern wird wahrscheinlich demnächst mal wieder eins gebaut. Ja, also du bist auch reisefreudig. Sag, wohin du möchtest und dann können wir uns das bundesweit aussuchen. Ja. Ich komme ja erst zum Schluss, verstehst du, wenn das jetzt so irgendwie 2 Wochen dauert, macht der Kollege, der muss dann halt immer Zwischenaufnahmen machen und so weiter. Aber du sagst, das kommt, kommen die Wände fertig oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, die Wände werden vorgefertigt in unseren Blockhauswerkstätten, die wir in Deutschland betreiben, die 3 Stück und haben dadurch eben auch diese kurze Bauzeit auf der Baustelle. Da kommen nicht Bohle für Bohle, wie ich das sehe manchmal auf den... Nein, das haben wir früher auch gemacht, aber die Unzulänglichkeiten der Windundichtigkeiten, des Setzungsverhalten haben uns dazu bewogen, das nicht mehr zu machen. Und haben am Anfang natürlich Kritik geerntet, wo jeder gesagt hat, das könnt ihr nicht machen, das ist kein Blockhausbau. Aber ich denke mal, der Erfolg heute gibt uns recht. Also ein bisschen fertig ist es, dass wenn es kommt. Fertig ist es, genau. So. Es ist jetzt, eine individuelle Fertigbauweise. Jetzt mal eine blöde Frage. Ja. Ist hier noch irgendwas dazwischen, dass es dicht wird? Wie funktioniert das? Also hier ist genauso wenig dazwischen wie auf der anderen Seite. Es ist wirklich nur das pure Holz, was aufeinander gesteckt wird. Und dann, das langt, das ist dann dicht. Das wird dann, die einzelnen Wandelemente werden verschraubt, bei uns werkseitig und dann ist es dicht, genau. Blauer Door-Test?
Kannst du machen, kostet extra. Weil ja, aber notwendig ist das dicht, das Haus? Ja. Also es ist so dicht, dass wir eben wirklich nicht ihn machen müssen. Also wir sind davon befreit, dass wir einfach keinen Blower-Door-Test machen müssen, weil es ist auch nicht, es kann nichts passieren. Sehr schön. Wir haben irgendwann gesagt, wenn du dann einen Blower-Door-Test haben möchtest, dann, weil du denkst, es ist undicht, dann gibt es zwei Möglichkeiten. Du hast recht, dann bessern wir nach oder wir zahlen den Test. Also ich zeige jetzt erstmal, das ist so eine Frechheit hier. Ihr habt so viel Raum einfach nur verschwendet. Ja. Das muss nicht so sein, aber das schafft natürlich ein Raumgefühl hier drin. Wenn du reinkommst, beschreib mal den Geruch. Ich weiß nicht, ob du das überhaupt noch riechst. Nein. Also wenn man ungefähr selber in so einem Haus wohnt, ich wohne in einem Haus, ich arbeite in den Häusern. Wenn ich 3 Wochen im Urlaub war, mit dem Camper zum Beispiel, dann weiß ich, wie es riecht. Ansonsten vergeht das ungefähr nach 2 bis 3 Wochen. So, also, ich kann euch mal beschreiben, wie es riecht. Weil ich bin da nicht du, das mal, du bist ja noch nicht so auf den Sack. Also, es riecht ein bisschen nach Sauna. Es riecht ein bisschen nach Berghütte, Urlaub. Mhm. Nicht so stark, aber es riecht unglaublich angenehm. Es sind so Öle, glaube ich, die immer noch frei werden, so ein bisschen. Also nicht Öle, sondern so harze Düfte. Genau, es ist halt durch diese atmungsaktive Wand werden natürlich die Duftstoffe immer wieder ausgesandt und das hält ein Leben lang. Also das vergeht nie. Also wer darauf nicht steht, ja, der sollte so ein Haus nicht kaufen. Also genau. Aber wer, ich meine, kann man ja vorher testen, wenn man hier reinkommt und sagt, es riecht nach Urlaub und ich will das nicht, weil ich kann, ich gehe zum Lachen in meinen Keller, ja, dann ist das nicht dein Haus. Falsch. Dann bist du auch menschlich bei uns falsch, deswegen passt das nicht. Nein, jeder, der auch bei uns ein Haus bestellt, wir haben ja keine Kataloghäuser, das heißt mindestens einmal in einer jeden Bauphase muss man sich das Haus angeschaut haben und das möglichst zu Beginn der Planung und dann... Kennst du die Vor- und Frank, du bist total verrückt. Du hast ja eine Kathedrale gebaut bis oben hin. Das heißt, du musst dich um nichts kümmern. Das Haus ist ja dicht, ist isoliert an jeder Stelle. Ja. Das Dach ist begehbar? Ja, also da kannst du wunderbar drauf rumlaufen. Auch wahrscheinlich 100 Leute, oder? Weil das 100 ist, Leute, genau. Ja. Schneelast bis zu 75 Kilo pro Quadratmeter. Jetzt können wir uns überlegen, was du wiegst und dann... Pro Quadratmeter 75 Kilo, genau. Ja gut, wenn der Schnee nass wird, ist das schnell erreicht. Aber das ist für euch alles kein Thema. Sag mal, Flachdach geht nicht, oder? Doch. Geht auch. Es gibt nur technische Lösungen, die mich dazu verleiten lassen, zu sagen, Flachdach ist eine Bausünde. Aber das hat nur was mit der Technik zu tun. Oh, hier ist der Christian, gell? Das ist der Christian, genau. Ja. Hallo Christian. Ja, Christian, wir haben uns kurz mal abgesprochen, dass wir ihn mal ganz kurz interviewen zum Thema. Ich zeig mal euch was. Hallo Christian erstmal. Du kommst aus dem Vertrieb, du bist Urvertriebler, oder? Ich bin eigentlich gelernter Zimmermann. Ich hätte es fast vermutet, weil ich zeige mal ganz kurz hier an der Seite deine Ohrringe, die da sind. Als Zimmermann, fällt man da schon mal vom Dach? Ich bin zum Glück noch nicht runtergefallen. Nicht runtergefallen, aber Kollegen schon. Aber du liebst Holz. Wann hast du das erkannt mit dem Holz? Ich habe gelernt 1996 bis 99. Und dann irgendwann hast du gesagt, ich verkaufe die Dinger. Wenn du hier sowas hast hier, so ein Block, Simone, komm mal bitte her, ja, nimm das Ding mal in die Hand und heb's mal hoch. Ja. Sag mir mal, ob das Balsa ist oder... Ich fühle schon ein bisschen was. Es wiegt was. Aber es ist halt auch massiv, ne? Was ist das für ein Holz? Das ist Polarkiefer. Polarkiefer. Also, nordische Kiefer, die beziehen wir aus Finnland und Schweden überwiegend. Weil dort ist das Holz deutlich langsamer gewachsen als in unseren Regionen. Die Jahresringe sind enger, das Holz ist widerstandsfähiger, robuster, langlebiger. So, was ich jetzt nicht verstanden habe, wenn man das jetzt übereinander legt, ihr habt da keine Dichtmasse drin oder irgendwas, das liegt einfach nur übereinander und... Das wird aufeinander gelegt und vorher wird es nochmal verleimt. Ja. Also dazwischen ist nochmal Leim. Okay. Leim, der eine Wabenstruktur entwickelt, dass man keine geschloffene Leimfläche hat, wie das Holz hier zusammengeleimt ist. Derselbe Leim kommt zwischen die Hölzer und somit ist das nachher dicht. Kabelkanäle, Hausinstallation, wo läuft die lang? Weil das Haus ist ja doch sehr massiv außen. In den Außenwänden hat es eine 32er Leerbohrung. Ja. Kann man sich wie so ein Leerrohr vorstellen, wo der Elektriker dann einfach seine Elektrik senkrecht hochziehen kann, die Steigleitung auf gewünschter Höhe anbohren kann, setzt seinen Schalter, seine Dose. Hier vorne im Flur kann man es eigentlich. So, zeig mal bitte, dass ich das mal sehe. Das heißt, ich muss ja vorher schon ein bisschen Gedanken machen, wo ich Steckdosen haben will am besten. Das hat man ja bei alten Häusern. So, die gibt es ja nicht drahtlos. Man überlegt sich, wo möchte man Schalter oder Dosen haben. Dementsprechend ist jetzt hier eine Leerbohrung in der Wand, eine 32er. Da kann der Elektriker, die Elektrik wird alle über den Boden verlegt.
An der Seite kann er unten einfädeln, hochziehen, auf gewünschter Höhe anbohren, setzt seinen Schalter, seine Dose fertig. Das ist aber eine blöde Frage, wie ist denn der Mobilfunkempfang hier drin? Ist er gut? Ist der Mobilfunkempfang gut, der Handyempfang? Hier haben wir einen guten Empfang, es aber schirmt natürlich auch ein bisschen ab. Schirmt ein bisschen? Ähnlich wie im Fachwerkhaus, massives Holz schirmt natürlich auch ab, Ich habe hier keine Probleme, sagen wir so. Sehr cool. Wie ist es, wenn ich jetzt was aufhängen will, also jetzt eine Lampe bohren, reinbohren und so, dann... Auch kein geht Problem. Alles. Das machst du nicht. Du schlägst in so einem Kunstwerk keinen Nagel, sondern man... Wenn dann eine kleine Schraube. Ja. Kann man kleben auch? Also machen das Leute schon mal oder lieber nageln? Dann. Ich würde immer schrauben. Schrauben. Ja. Weil man könnte ja auch mit so kleinen, ich sag mal, Flachdingern könnte man rein hier in die Nuten. Auch, aber wenn man eine kleine Schraube wieder rausgeschraubt hat, dann nimmt man sich einen kleinen Schwamm, der feucht ist, geht auf das Schraubloch, tunkt das ein bisschen... Und dann geht man mal eine halbe Stunde weg, dann kann man nachher mal wiederkommen, mal gucken, ob man es noch findet. Und wenn es ein großes Loch ist, könnte man hingehen. Jetzt mal angenommen, die Eltern würden dem Kind hier eine Schaukel aufhängen, mit richtig großen. Geht das statisch? Klar, kein Problem. Hier könnte man sogar ein kleines Auto dranhängen an unsere Balkenlage hier. Und dann hat man ja nachher die beiden Bohrlöcher, dann nimmt man seinen Fosnachbohrer. Bohrt das an, setzt einen Stopfen drauf, dann ist das im Endeffekt nachher wie hier. Dann haben wir einen Stopfen drauf. Sag mal, eine ganz blöde Frage. Es gibt ja so Industriehallen, die werden mit so Spannbalken gebaut, aus Holz. Wie nennt man das Spannen? Leimbinder. Ist das hier von der Qualität ungefähr so oder ist es besser? Wir haben eine höhere Qualität. Höhere Qualität. Aber das ist so stabil, dass ich weiß, also wenn es da brennt, diese Leimbinderhallen, die stehen noch, da sind Stahlhallen schon lange zusammengefallen, oder? Korrekt, weil Stahl fängt sich ja ab 800, 900 Grad an zu verbiegen. Ja. Und dann wird es einstürzen. Holz, man kann es sich vorstellen, oder man kennt es vom Lagerfeuer, man schmeißt einen großen Balken rein, dann hat man morgens, teilweise ist der immer noch nicht verbrannt. Okay. Das heißt, das Thema Brandsicherheit, wenn Leute kommen und sagen, da hält jetzt einer, da hält einer ein Feuerzeug dran. F90. F90? Ja. Überall? Echt? Ja. Das heißt, ihr habt überall F90? Ja, genau. Im Bereich der Außenwand und der statisch tragenden Elemente, genau. Praktisch serienmäßig, einfach so mitgeliefert. Ist automatisch mitgeliefert. Ist Serie bei uns. Cool. Sag mal, du bist jetzt wie lange schon dabei bei Fullwood? Seit Mai 2022 bin ich im Vertrieb. Ja, du bist neu dabei. Ich habe vorher aufgestellt für Fullwood. Ja. Du hast aufgestellt, du kennst dich besser. Ich war halt viel in der Denkmalpflege unterwegs. Ich habe kanadischen Block gemacht, schwedischen Blockbau, bin über die Blockbaugeschichte bei Fullwood gelandet. Und hier komme ich nicht mehr weg. Ja. Sind die cool, der Laden? Ist das ein cooles Unternehmen? Also ich fühle mich hier pudelwohl. Der Chef hier, der ist das wirklich der Chef oder ein Schauspieler? Was soll ich jetzt auch sagen hier? Ne? Was soll ich denn jetzt sagen? Dran macht so. Nein, mir ist so ganz wichtig, dass die Leute nahbar sind, dass man die anfassen kann. Also das ist so ein bisschen wie bei den Wohnmobilen. Ihr seid ja ein kleines Unternehmen, aber ich muss ehrlich sagen, das sollte man mal in die nähere Auswahl ziehen. Heizung hier, ist das jetzt eine Wärmepumpe mit Fußbodenheizung hier drin? Korrekt. Okay. Mhm. Da ist kein Keller drunter? Nein. Sag mal, ist denn draußen hier 3 Grad minus, die kleine Wärmepumpe da draußen, die packt das ganze Haus? Ja. Und die war nicht die ganze Zeit an, habe ich gesehen. Die läuft ganz geschmeidig jetzt bei den Temperaturen, vielleicht mit 5, 6, 7 Grad über Raumtemperatur, ganz entspannt mit Vorlauf rein. Echt? Das ist wirklich so. Also die Energiebilanzen so eines Blockhauses sind so positiv, dass man sich eigentlich wenig Sorgen machen muss wegen Heizkosten. Ja. Ja, krass, das ist natürlich Nachhaltigkeit, du kannst es abbauen. Du sagst, da ist so viel CO2 gebunden in diesem Haus, das bringt sogar noch CO2 mit, oder? Korrekt, also hier in diesem Haus haben wir über 50 Tonnen Holz verbaut. Und wenn man den Transportweg, den Herstellungsprozess alles abzieht, haben wir noch über 39 Tonnen CO2 hier gebunden, minus Emissionen. So, herzlichen Glückwunsch. Ja, Christian, wir kommen später noch zu dir. Da werden wir mal zeigen, wenn ich sowas haben will. Ich laufe nicht weg. Liefert ihr auf Wunsch so einen Kamin mit oder könnt ihr das, ich sag mal, entsprechend vermitteln, wenn einer sagt, ich will so ein ganzes Haus haben, genauso wie es hier steht? Gab es das schon mal eigentlich? Dass Leute sagen, ich will das Haus so haben, wie es gerade hier steht? Ja. Grundriss? Im Grunde genommen ja, und dann passen wir es aber doch wieder an. Mhm. Weil das ist leider immer so, ne? Was man sieht, das möchte man haben. Und dann stellt man auch fest, es gibt ja 3 Kriterien: Budgetierung, Baurecht und der persönliche Geschmack. Und die persönlichen Situationen, die nehmen wir halt auf. Und deswegen ist jedes Haus individuell gefertigt auf die
Bedürfnisse und Möglichkeiten des Bauherrn zugeschnitten. Gibt es da Grenzen in der Individualität? Alles außer rund, weil rund können wir ja nicht mit unserem Holz, ansonsten ist es völlig egal. Gut, habe ich auch gehört, ist nicht mehr so im Trend. Die runden Erker, die waren in den 80ern, glaube ich mal. Ja. So, aber dann, ich muss mich immer in die Ecken stellen, weil ihr habt diesem Haus so viel Raum gegeben, von der Architektur her, weil wenn ich jetzt mal hier rüber schwenke, mal ganz langsam, dann merkst du, es ist ja gar nicht so groß, weil die meisten Musterhäuser nebenan sind ja genauso groß. Aber das hier ist jetzt Grundriss für wie viele Personen? Zwei? Also hier kannst du mit 4 Personen drin wohnen. Das ist ausgelegt. Die meisten Häuser sind ja heute 2 Erwachsene, 2 Kinder. Alles, was drunter ist, alleinstehende ältere Herrschaften, die im Moment sehr viele bauen, die bleiben dann aber auch im eingeschossigen Bereich. Und das offene Wohnen, wie wir es hier eben auch dargestellt haben, ist ja heute auch wirklich der Wunsch. Also da haben wir uns gar nicht, da haben wir uns schon ein bisschen an den Wünschen der Kunden orientiert. Also. Und das ist die Holzfarbe innen, die brauche ich jetzt nicht zu lasieren, oder UV? Innen kann man es lasieren. Wir haben es jetzt hier mit einem einfachen UV-Anstrich gemacht, aber hat ja nicht mit Holzschutz zu tun, ist einfach nur damit nicht Nachdunkelung, wobei die Nachdunkelung im Innenbereich auch extrem gering ist. Mhm. Aber es kriegt Patina dann? Patina gibt es hier nicht mehr. Innen gibt es keine Patina. Da wird es nur maximal leicht dunkler. Wie ist es mit der Holzfarbe? Sagen auch manche, oh, ich will es irgendwie heller, ich will es dunkler, ich will ein anderes Holz. Geht das auch? Oder gibt nur das? Genau, man kann die Holzfarbe anpassen. Tendenziell ist es immer der Wunsch, dass es ein ganz kleines bisschen dunkler ist als im Original. Das ist aber eine reine Geschmacksfrage. Wir können es auch farblich machen, je nachdem, wie der Kunde es möchte. Aber es basiert eben alles auf diesen offenporigen Lasuren. So, ihr könnt mal bitte eins machen. Setzt euch mal gerade hier an diesen Tisch. Ich muss mal ein Foto schießen. Ich setze mich jetzt mal hier in die Ecke. Warte, ich zeige euch mal gerade, wo ich mich jetzt hinsetze. Da setze ich mich jetzt hin. Und dann könnt ihr gleich mal in diesen Raum blicken. Ich zeige das mal. Also, ihr könnt nicht mal gerade sitzen bleiben. So, das ist die Fernsehecke. Dann gucke ich hoch auf diese Balkenanlage, die echt ist. Das ist nichts irgendwie fake. Das ist alles echt, was ihr seht. Dann gehe ich rüber. Schaue in diesen endlosen Raum rein. Die Maße von der Bodenplatte, was haben wir hier ungefähr? Knapp 10 mal 12 Meter. 10 mal 12 Meter nur? Also, wir haben jetzt Erker gebaut. Ja, ja. 10 mal, also ungefähr 100 Quadratmeter Bodenplatte. Genau. Plus, minus. Genau. Okay, und dann gucke ich auch. So, das gibt's doch gar nicht. Wie kriegt ihr dieses Raumgefühl hier hin? Dass das so krass groß ist. Also du hast ja immer, wenn du so einen Raum betrachtest, du kannst dich ja mal, komm mal hier rüber. Ja, ich komm, warte. Komm mal hier rüber. Und jetzt schaust du mal auf den Kamin mit seinen weißen Wänden. Das empfindest du nicht mehr in dem Moment als, ich sag mal, nicht warm und wohnlich. Jetzt guckst du dahin, hast eine andere Art, das Holz ist der Maserung und automatisch hast du dieses Raumgefühl. Sag mal, ihr verkauft die Häuser davon allein, oder? Wenn jemand da Bock drauf hat, dann sagt er, gibt es überhaupt noch einen Wettbewerber, der sowas Ähnliches macht? Es gibt immer tolle Wettbewerber, aber wir leben zu 70% vom Empfehlungsgeschäft und das wird jetzt ein Problem in dem Video, weil ich hab nicht gewusst, dass es euch gibt, muss ich ehrlich sagen. Ich habe sowas noch nie gesehen, weil ich komme ja aus einem ganz anderen Bereich, wie du ja schon festgestellt hast, du fährst ja selber einen Ford Nugget, komme aus dem Wohnmobilbereich und bin so geflasht von diesem Haus hier. Ja. Dass ich mir überlege, sogar also von dem Raumgefühl her. Die Gefahr ist bei uns immer da, wenn du einmal in so ein Haus reinkommst, dass du dann nicht mehr raus willst. Das ist die Gefahr. Nee, ja klar, ich meine. Ja, das ist aber wirklich so. Aber Geld spielt ja auch eine Rolle, gar keine Frage. Aber wenn du jetzt ja heute eine Immobilie hast, die du schön verkaufen kannst, im Moment sind die Preise ja so hoch, dass man sich ja echt überlegen könnte. Muss ja nicht vielleicht so groß sein wie das hier, aber dass man sagt, man plant nochmal komplett bei Null, kriege in 2 Jahren mein Haus gestellt als Generalunternehmer, das heißt, ihr liefert den Schlüssel. Könnt ihr euch um die Gewerke kümmern oder brauche ich noch jemand? Also wie eben schon angedeutet, brauchst du die Nebengewerke, die nehmen wir immer vor Ort, was die Haustechnik angeht. Aber wer kann das koordinieren? Das koordinieren wir mit, wenn du nicht selber jemanden kennst. Meisten kennen aber Heizungsbauer, Sanitär, Elektro. Und wenn du keinen kennst, dann koordinieren wir das selbstverständlich. Okay. Also das wäre jetzt kein Hindernis, wenn ich jetzt zu dir sagen würde, ey,
Frank, einmal bitte komplett. Dann könntest du das vor Ort suchen, könntest es koordinieren. Ich muss vielleicht noch die Farbe, aber hier die Küche würde ich auch so nehmen, würde ich ehrlich sagen. Also ich komme ja aus dem Wohnmobilbereich, muss ich ganz ehrlich sagen. Und da kaufst du die Sachen ja fertig. Und da sage ich, ich passe mich doch lieber selber an, an was Schönes, weil der Designer, der das entwickelt hat, das ist ja nicht durch Zufall entstanden, das Haus, sondern ihr habt euch ja Gedanken gemacht, oder? So ein Musterhaus, da denkt man schon mal nach. Also die Musterhäuser, die wir eben haben in Deutschland oder auch Schweiz, Österreich, Holland, sind so aufgebaut, dass jeder seine Ecken findet, was er toll findet. Der eine sagt, ein offener Eingangsbereich, wo du eben so begeistert warst. Der andere sagt, verschenkter Wohnraum, Ecken, Anbauten, Erker, offenes Bauen, geschlossenes Bauen. Jeder muss sich in diesen Häusern wiederfinden, da wir ja keine Kataloghäuser haben. Oh, Simone, der habe ich mal gerade mit einer deutlichen Nickbewegung gesagt, geh mal in die Küche rein, du willst ja Model werden und tu mal so, als wärst du schon jetzt, obwohl du bist ja Laufenmodel hier bei uns. Ja. Das ist also, wenn ihr mal ein tolles Model braucht für Fotoaufnahmen, für Kataloge, nehmt Simone Zöller. Sie ist 23 Jahre alt, 1,75 Meter, 66 nur. Echt, bist du so klein? Ja. Boah, hast du kein Nutella-Brot früher? Nee. Fruchtzwerge, aber die haben irgendwie nicht geholfen. Fruchtzwerge, also schöne Küche ist mit drin. Dann alles grifflose Optik und so weiter. Aber die Küche, die gibt es ja bei vielen. Aber mit den Lampen, die Abstimmung, das Schwarz, mit dem dezente Schwarz an den richtigen Stellen, das ist alles schon, hat seinen Sinn, oder? Das hat grundsätzlich seinen Sinn aus unserer Sicht. Wobei diese Ausstattung, was jetzt Küche angeht, was Design angeht, da sind wir wirklich offen. Und da gibt es, also kann ich dir versprechen, die abstrusesten Ideen am Markt. Gut, aber ihr warnt schon mal, also wenn ihr sagt, kann man machen, muss man nicht? Also ich bin immer sehr offen, wir haben uns jetzt ja kurz kennengelernt, das wirst du festgestellt haben, wenn ich technisch der Meinung bin, der Kunde schlägt über die Stränge, weise ich ihn darauf hin, über die Optik habe ich mich noch nie gestritten. Gut, also da bist du ja nicht bescheuert, wenn er das so haben will, der soll das kriegen, aber ihr wehrt euch, wenn einer sagt, ich hätte gerne... was weiß ich, bitte einmal die Wände verputzen und streichen, in Raufaser tapezieren. Das brauchst du ja nicht. Das brauchst du natürlich im Außenbereich, solltest du es ja auch nicht machen, weil deswegen kaufst du ja ein Blockhaus. Und im Innenbereich, wir haben es ja hier dargestellt, wie du siehst, mit weißen Wänden. Diese Kombination der modernen Innenarchitektur mit dem traditionellen Blockhausbau können wir eben durch unsere setzungsfreie Bauweise machen, dass du also im Innenwandbereich nicht mehr darauf angewiesen bist, auch mit arbeitendem Material zu arbeiten, sodass wir wirklich sagen können, egal was du möchtest. Und diese Wand kannst du selbstverständlich auch in Raufaser tapezieren. Jetzt mal eine blöde Frage, ist dahinter jetzt auch Holz oder ist das hier eine Trockenbau? Da ist indirekt ein bisschen Holz und zwar haben wir das, was man aus der typischen Fertigbauindustrie kennt, diese Holzständerbauweise, diese Rahmenbauweise, die dann verkleidet wird, das sind unsere Innenwände. Okay, wir haben ein Holzfachwerk innen und das wird dann eben individuell verkleidet nach Wunsch des Bauherrn. Und wie ist es mit diesen Außenwänden hier? Könnte ich die theoretisch auch mit so... Putz machen? Also wenn du die Außenwände auch verputzt haben willst, dann gibt es hier im Musterhauspark tolle Anbieter, die dir das bringen. Okay, also das also bei uns haben. Gibt es Holz, genau. Ja, okay. So, und da gibt es halt statische Balken. Das ist so ein bisschen wie beim normalen Haus. Die habt ihr hier als Sichtbalken dann noch gelassen. Macht ja Sinn. Und hier, okay, verstanden. So, jetzt zeigen wir mal ein paar schöne Sachen. Denn hier drin, es ist so schön. Also dass ich wirklich, also hoffentlich, also jetzt bitte mal ein bisschen Werbung machen hier, abonniert und so. Bitte abonniert German Television. Also abonniert bitte German Television. Wir haben 9 Millionen Zuschauer und nur 330.000 Abonnenten. Liegt vielleicht ein bisschen daran, dass wir so richtig tätig sind erst seit 2 Jahren. Aber drückt auf die Abo-Taste. Und hast du schon abonniert? Selbstverständlich. So, hat abonniert. Sehr schön. Du bist der Geschäftsführer. Muss sagen, das ist eine Family, die dahinter steckt. Mehrere Familien. Und du hast wirklich mal angefangen hier. Ich zeige mal gerade ein kleines Detail. Das ist die ganze Haustechnik im ganzen Haus. Genau, das ist unsere Haustechnik. Die haben wir so ein bisschen hinter einer Schiebetür versteckt, weil sie für uns einfach keine Bedeutung hat. Wir definieren uns nicht über die Technik, sondern nur über das Produkt. Genau, das heißt, ich brauche wirklich die kleine Wärmepumpe da draußen und die saugt aber nicht den ganzen Strom hier im Gebiet ab, sondern die ist wirklich sehr effizient. Nein, sie saugt denn natürlich nicht den Strom ab und sie ist eben so effizient, weil wir eben so unheimlich geringe Energiekosten haben. Wie funktioniert diese Heizung? Also wie wird das Wasser erwärmt zum Beispiel und wie wird die Luft erwärmt? Also da ich ja explizit Blockhausbauer bin und das mit einer Leidenschaft und Perfektion, kann ich dir nicht sagen, wie eine Wärmepumpe funktioniert. Okay, kein Problem.
Also ich kann es ja sagen, die Luft wird komprimiert, so im Kühlschrank umgekehrt ungefähr, ja. So, und der hat einen Wärmetauscher drin, der saugt irgendwie Luft an, komprimiert die Luft, egal wie, also es funktioniert wie ein Kühlschrank so ähnlich. Sehr, sehr effizient. Aber wie wird es Wasser warm? Durch einen Wärmetauscher. Das heißt, okay. Also da wird es dann... Also, weil die Luft komprimiert wird, dann Wärme... Also Wärmetauscher heißt, also angenommen, du würdest jetzt im Kühlschrank praktisch einen Kreislauf reinbauen. Der hätte Wasser drin und eine kleine Pumpe. Dann würde ja das Wasser in diesem Kreislauf kalt werden. Und dann kannst du es nach außen transportieren. Und dann hast du praktisch warmes oder kaltes Wasser. Also praktisch die Flasche im Kühlschrank wird ja auch kalt im Laufe der Zeit. Ja. Und das kannst du nach außen transportieren über einen Kreislauf. Wärmetauscher. Hast du verstanden? Ja, habe ich. Ja. Aber ich glaube, das ist so ein wichtiges Thema. Wir sollten mal die Hersteller mal besuchen von solchen Wärmepumpen, die das machen. Ihr habt jetzt draußen, was habt ihr da stehen? Warte, ich guck mal gerade. Fiesmann. Ach, die bauen sowas auch. Die bauen nicht nur Ölheizung. Nein, die bauen das auch, genau. So. Und ja. Wir haben sogar Bauherren, also deswegen arbeiten wir da so ein ganz kleines bisschen mit der Firma Fiesmann zusammen oder empfehlen sie, weil wir eben Bauherren haben, die von Fiesmann zu uns gekommen sind und da ist eine Partnerschaft daraus entstanden. Aber Heizung ist, wie gesagt, nicht unsere Baustelle. Also. Okay, wenn du mal gerade da reingehst, da habe ich jetzt mal eine Frage mit so Installationsschächten, haben wir eben drüber gesprochen, da läuft auch das Wasser lang in den gleichen Schächten, oder? Es gibt so ein ganz paar Dinge, die wir beachten müssen im Bereich des Blockhausbaus und das ist unter anderem, dass Wasseranschlüsse immer im Innenwandbereich stattfinden. Okay, nicht außen. Also im Innenwandbereich kannst du das Wasser fürs Waschbecken hochnehmen. Toiletten sind ja diese traditionellen Aufbaumontagen, diese Aufbaubausätze, die wir haben, die wir rein theoretisch auch im Außenwandbereich machen können, dadurch, dass wir setzungsfrei sind, aber man will sich einfach diese schöne Wand nicht verbauen. Sag mal, Ausbaustufen. Ja. Kann ich auch einen Rohbau haben, also relativ? Ja, also du kannst bei uns, das Mindeste, was du kaufen musst, ist der statisch fertige Bausatz. Das heißt Wände, Decke, Dachstuhl mit Stützen, die wir sogar dann mit einem sogenannten Richtmeister, du hast ja einen eben kennengelernt, den Christian, der das früher gemacht hat. Echt, der ist Richtmeister gewesen? Der war Richtmeister. Der hat, also wenn du jetzt das Interesse hast, mit uns so ein tolles Blockhaus zu bauen, dann baut der Christian das mit dir auf. 2 bis 3 Helfer auf der Baustelle und einer von uns und dann können wir den Rohbau eben in diesen 10 bis 14 Tagen aufstellen. Das ist doch Wahnsinn, oder? 2 bis 3 Leute bauen so ein Ding. Ja, also man muss dazu sagen, das wäre vor 200 Jahren nicht gegangen, weil die Kräne von heute, da ist wahrscheinlich noch ein Kranführer mit dabei oder braucht man keinen Kran? Du brauchst natürlich bei den 5 Tonnen Wänden, wie wir sie eben besprochen haben, brauchst du natürlich auch einen Kran. Ja. Und früher, vor 200 Jahren, hatten wir das ja in einer Einzelbalkenmontage, deswegen ging das auch, hat dann aber eben nur 3 Monate gedauert. Die haben ja auch damals die Pyramiden sehr schnell gebaut, mit so Quadern, die 100 Tonnen wiegen. Ja, da ist eben letztendlich auch eine unserer Kernkompetenzen ist eben auch das sogenannte Ausbauhaus, weil eben gerade dieses Produkt dazu neigt, weil wir ja diesen fertigen Teil, den bauphysikalisch wichtigen Teil, den übernehmen wir. Und alles andere kann man dann in Eigenleistung, in Eigeninitiative auch selber ausbauen. Aber ihr baut es auch fertig. Also wir bauen es auch fertig. In der Schweiz wird auch viel selbst ausgebaut? Na, da sind die eher. Da sind sie dann eher so und lassen doch mehr machen als bei uns in Deutschland. Hast du schön gesagt, finde ich. Österreich auch einige? Ja, da ist das ähnlich wie in der Schweiz. Das ist ja krass, haben die so viel Kohle, die Österreicher, mehr wie die Deutschen? Oder sind die Deutschen so ein Handwerkervolk? Die Deutschen sind Handwerkervolk, weil heute an jeder Ecke gibt es einen Baumarkt, Baustoffhandel und die sind eben davon ausgelegt, dass man eben selber heute was macht. In der Schweiz sind sie verboten, Baumärkte. Ist das so? Ja, klar. Nee. Verarsch mich jetzt schon, oder? Nee, cool. Nee, also Klo habe ich verstanden soweit. Was verstanden? Also Gästeklo ist ja auch das meist benutzte, das habe ich schon gelernt hier auf so Musterparks. Wie ist die Reaktion der Leute hier? Weil jetzt filmen wir hier mittwochs, hier geht wahrscheinlich am Wochenende hier die Hölle los in so einem Musterhauspark, oder? Ja, genau. Also wir haben hier die starken Tage, fangen halt Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag. Das ist so. Boah, ich bin schockverliebt in das Haus. Und das ist, wir haben ja viel gesehen. Also, ich zeige euch das nochmal. Das ist der Eingang, so von der anderen Seite, dass man das mal sieht. Kathedrale ist schon nicht schlecht gesagt. Die Höhe hier, was haben wir hier, 8 Meter beim Fürst? 2,30, 2,64, ja, 8 Meter ungefähr. 8 Meter ungefähr. Mhm. Krass. So, und da, jetzt mal blöde Frage, in dem Preis ist das Holz mit drin, oder? Weil ist das Holz teurer geworden in Finnland? Nein, also diese Marktpreise, die wir da jetzt erlebt haben am Markt, die letzten 1,5 Jahre, das hat mehr so den Ausbau betroffen. Also bei uns war das gar nicht. Also die, im Prinzip die Latte nebenan im Baumarkt, die ist teurer geworden. Die Latte war dann 3-mal so teuer, nur bei so einem Haus haben wir im Verhältnis wenig Dachlatten, prozentual.
Reißen die schon mal? Kann das, ich meine, das ist ja jetzt ein Naturprodukt, das kann auch schon mal einen Riss kriegen, oder? Dadurch, dass das Holz vorher auf unter 13% vorgetrocknet wird, ja, haben wir kaum, dass es reißt. Also diese typische, was man vom Dachstuhl kennt, dass es einreißt, dass man Finger einlegen kann, das haben wir so nicht. Okay. Dadurch minimieren wir halt die Quell- und Schwundbewegungen des Holz auf ein Minimum. Dadurch haben wir diese typischen Knackgeräusche minimiert und das Holz. Genau, das nervt ja auch, wenn du nachts bist und du musst dauernd gucken, ob nicht einer einbricht. Dass man teilweise erschreckt oder senkrecht im Bett. Habe ich bei mir im Dachstuhl. Denkt, es wäre was umgefallen oder runtergefallen oder das hat man hier nicht. Also, den Raum habe ich jetzt verstanden. Das ist aber frei planbar. Das heißt, optimal natürlich auch für Leute, die sagen, unten arbeiten, oben wohnen. Also Homeoffice, hat euch das auch ein bisschen erreicht? So ein bisschen? Ja. Selbstverständlich. Also das war aber schon immer so ein bisschen so, ohne dass man eigentlich immer so ein Gäste-Arbeitszimmer-Büro eingerichtet hat. Das war auch schon vor Corona so. Und natürlich haben die Leute heute mehr Homeoffice, aber wer weiß, wie lange das auch anhält. Also danach würde ich jetzt mein Haus nicht unbedingt planen. Ja, es gibt einen riesen Nachteil bei euren Häusern. Understatement ist anders. Das heißt, wenn du hier so ein Haus baust, die Leute wissen ja nicht, was kostet, dann denken die direkt, du hättest im Lotto gewonnen, oder? Also es soll so sein. Nee, weil es wirkt ja jetzt nicht so wie die anderen. Ich meine, nichts gegen diese Architektenwillen und keine Ahnung. Aber die haben ja echt keine Ahnung, die Leute, die denken, du so ein Haus kostet 1,5 oder so. Ja, aber ich finde trotzdem, ist also auch das Team hier wirkt relativ bodenständig und so. Und auch das Haus finde ich, klar, teuer, Qualität und so weiter, aber es wirkt jetzt nicht protzig. Das nicht. Ich nicht teuer, weil ich meine, am Schluss zählt ja, was du am Markt nochmal dafür kriegst. Mhm. Und für so ein Fertighaus, wie bewertet so eine Bank so ein Haus? Ist das mit starken Abschlägen? Nein, ganz im Gegenteil. Also die Banken bewerten ja verschiedene Kriterien. Unter anderem die Firma selber wird geprüft, die Bauweise wird geprüft. Und da ist es einfach so, wenn du die Firma jetzt, das sage ich dir jetzt, wir sind ein gesundes Unternehmen und haben da einen riesen Pluspunkt anderen gegenüber. Und deswegen werden die auch, was die Bepreisung, also Finanzierung angeht, ganz normal eingestuft. Wir werden immer auch wieder gefragt, was ist denn mit dem Thema der Bauversicherung, Baukostenversicherung? Ist das Holzbau? Auch da sind wir genauso eingestuft wie jedes massive Haus aus Stein. Und das ist eben nur massiv aus Holz. Doch, wenn ich das Haus bestelle, was muss ich anbezahlen? Ja, also anbezahlen musst du bei uns gar nichts. Wenn du bei uns eine Leistung erfahren hast, dann stellen wir eine Rechnung. Das heißt, mit Beginn oder mit Beendigung der Bauantragszeichnung stellen wir die erste Rechnung. Wie viel ist das meistens? 5% genau der Baukostensumme. So, also nehmen wir mal an das Haus, wie es hier steht, mit Grund und allem drum und dran, 800 ungefähr? Ja, maximal 600. Mit Grund? Ja. Ja, klar. Also wenn das Haus 600 kostet, brauchst du wahrscheinlich schon in Deutschland für die Größe um 150.000, 200.000 Euro für Grund mit Nebenkosten. Also ganz ehrlich, der Ausbau ist ja zu großen Teilen bereits erfolgt, dadurch, dass du hier oben nichts verkleiden musst. Du musst da keine Dämmwolle reinmachen. Das entfällt alles. Die Dämmung ist natürlich in diesem Fall auf dem Dach. Wir haben eine sogenannte Aufdachdämmung verbaut. Wobei, da muss ich auch ganz klar sagen, da gibt es zwei. Die traditionelle Zwischendämmung, die eigentlich jeder kennt, die hat immer noch eine große Bedeutung bei uns mittlerweile. Und Treppe baut ihr selber? Wir haben einen ganz tollen Treppenbauer, den Bernhard Jähniges aus Blankenheim, wenn ich das so sagen darf. Okay. Der kann auch mitvermittelt werden oder muss ich mir vor Ort einen holen? Also der baut ausschließlich unsere Treppen. Okay. Das macht er auch seit 25 Jahren. Eiche hier? Hier ist Eiche, ja. Eiche massiv, nehme ich an. Alles massiv. Oder ausgehöhlt. Also wenn du hier Holz siehst, ist es massiv. Gott, sehr schön. Also haben wir das geklärt. Und dann gehe ich jetzt mal langsam hier hoch und dann, selbst hier ist die Raumstehhöhe so. Du bist ein großer Mann. Ja. Da kommst du nicht an die Decke so leicht. Nein, hier nicht. Also wir haben hier einen offenen Dachstuhl, weil diese Deckenkonstruktion bei einem sichtbaren Dachstuhl, wie wir ihn haben, wäre es natürlich eine Schande, hier noch eine Zwischendecke einzuziehen, sodass dann diese schöne Zimmermannskunst, wie wir sie da oben sehen, dann auch gezeigt werden soll. Wow, ich bin echt, also ich war noch nicht hier oben, du bist mein Zeuge. Das stimmt. Du bist ja auch noch nicht ganz oben. Wenn man sprachlos ist, passiert nicht so. Nein, das hier ist made in Germany, das ist Handwerkskunst, das ist aber in einer Serienfertigung mit CNC, ihr könnt das Haus reproduzieren, ihr könnt das 50 Mal nochmal bauen, oder? Und das sieht genauso aus wie hier. Wir könnten es, wenn der Kunde es möchte, 50 Mal so bauen. Ja, ist ja wichtig, dass ihr das reproduzieren könnt. Wir können es reproduzieren. Das ist so krass. Aber noch viel wichtiger ist, dass der Kunde sich das bei uns individuell aussuchen kann. Hm. So, jetzt habe ich hier einen Fehler gesehen, warte, ich zeig das mal. Da ist ein Loch hier vorne. Da habt ihr was geflickt. Warum? Was soll das?
wenn du im Bereich, das ist also eher ein Qualitätsmerkmal, wenn du, ich zeige mal mit dem Finger, wenn du extreme Astloch-Elemente hast, die im Wandbereich sind, dann fräsen wir sie aus und flicken sie zu, dass du dann wirklich ein gleiches Bild hast, weil sonst, wenn der Astloch, also du siehst ja verschiedene Astlöcher, die auch einen Qualität, die müssen ja dahin, das ist ja ein Holz, wenn die aber ein bisschen was wackelig drin sitzen, weil sie kaputt gegangen sind, dann fräsen wir sie in der Werkstatt aus, bauen sie neu rein. Das Holz ist ein bisschen dunkler, war das billiger? Das ist individuell, jedes Holz ist anders. Das kann passieren. Also das, das ist wirklich jedes, das ist ein Naturprodukt. Ne? Das ist jetzt sehr extrem in diesem Falle, aber du wirst jetzt rumgehen, nach unten ein bisschen was dunkler. Und wenn du überall mal rumguckst, wirst du immer dunkle und helle Elemente haben. Also da, das kaufe ich mit, das ist ein Naturprodukt. Das ist auch so, die Leute, die sowas kaufen wollen, sowas, die haben gesagt, das ist, aber das Raumklima hier, es ist so, aber auch die Deckenhöhe, überall, du fühlst dich original, als hättest du, als wärst du irgendwo, was weiß ich, in Bayerisch Gemein, in einem 5-Sterne-Luxushotel. Mhm. Also das eben in Bayern ist. Also wer darauf steht und sagt, weißt du, Wellnesshotels, sie kennt sie ja. Ja. Das hier ist ein Wellnesshotel, oder? Auf Rädern. Das ist ein Wellnesshotel, ja genau. Das ist, also man kann es so, man muss sich dann nur noch eine schöne Badewanne hinstellen und dann kannst du sehr schön Urlaub machen. Frank, wenn du mal gerade nach links trittst, dann filme ich mal gerade in diesen Raum hier rein. Gerne. Der natürlich für die Badewanne, den kann man verschatten, nehme ich an. Also gut, hier im Musterhaus wird keiner jetzt nackt sich hier ins Fenster stellen. Nein. Aber die meisten, die sowas kaufen, haben auch schöne Grundstücke, muss man sagen. Also hier könnte man also durchaus einen Ausblick haben. Ich hatte ja eingangs gesagt, dass es immer drei Kriterien sind, wie wir ein Haus planen. Und da ist unter anderem das Bauland natürlich, das spielt eine große Rolle. Und wenn jetzt du den freien Blick hast, dann kannst du selbstverständlich auch sowas bauen. Hast du den Nachbarn gegenüber, dann baust du entweder das Badezimmer auf die andere Seite oder machst dann eben eine etwas andere Architektur. Ja, weil ihr es könnt, ist das große Thema. Baurecht, gibt es ein Verbot zum Bau von Blockhäusern irgendwo oder muss ich dann ein rotes Ziegeldach bauen, also wenn ich das habe? Also eingangs die Frage, es gibt mittlerweile wenige Regionen, wo du keine Blockhäuser bauen darfst. Das ist dann irgendwann, wenn du in dem Bereich der Dorfkirche bist und da ist vielleicht eine Fachwerkarchitektur, dann kann es sein, in einigen ausgewählten Bereichen, Dachfarbe etc., da sind wir in Deutschland schon teilweise sehr reglementiert, was Fürstausrichtung, Dachfarben, Anbauten etc. gibt. Aber mit welcher Begründung darf man da kein Blockhaus bauen? Also wenn du heute im ersten Durchgang liest, kein Blockhaus, dann wird meistens so dieser kanadische Rundstammbau gemeint. Das will man nicht unbedingt in einer normalen Gemeinde. Ach so, wegen Stadtbild. Genau. Okay. Wir haben eigentlich ein fugenbildendes Bild, wie wir das immer beschreiben. Und das kann man dann eben möglicherweise auch farblich so gestalten. Also wir haben, ich glaube, im letzten 3-4 Jahren haben wir keinen Bauantrag nicht bewilligt bekommen, weil wir ein Blockhaus bauen. Kann man das hell auch lasieren? Ein bisschen heller geht auch? Du kannst es noch etwas heller machen, ja. Okay. So, jetzt zeige ich mal die Dusche. Wenn du dich mal gerade reinstellst, Frank, oder beide mal, ihr könnt euch beide reinstellen. Ja, geht mal zusammen duschen. Hier sieht man, also das ist jetzt ein schönes Beispiel hier, Model Simone und Frank. Mit, genau, das ist die Dusche, alles offen. Sag mal, dieser Raum hier, ihr habt ja jetzt nicht mehr Grundstück wie die anderen. Es ist irgendwie, dieses ganze Haus wirkt einfach, ja, weil du ganz anders dämmen kannst mit dem Holz. Alles ist ja gedämmt, ja, hier. Du musst dir ja vorstellen, dass du ein Haus hast, nehmen wir mal das typische deutsche Haus, das 9x10 Meter groß ist. Hast jetzt also 9 Meter in der Breite, 10 Meter Länge. Und wenn du hast 9 Meter Breite, hast du bei uns ja 8,60 Meter Innenmaß, weil wir nur 20 Zentimeter Wände haben. Ja. Wenn du einen Wandaufbau von vielleicht 50, 60 Zentimeter, was ja heute normal ist in der Fertigbaubranche, hast, dann hast du halt nur noch 8 Meter oder 7,80 Meter. Kannst du abziehen. Und diesen Meter, das ist halt das, was wir mehr Raum haben, den du dann natürlich auch optisch merkst. Simone, stell dich mal gerade mal hinten da in die Ecke, liebes Model Simone. Das wird das mal sehen. Du wolltest es haben. Also die, ich sag mal, die Reduktion zum Model kriegst du jetzt von mir. Less talking, more modeling. So, also links die Badewanne würde ich auch gerade so nehmen, wie es hier ist. Also der, weil hier kann man auch ordentlich noch da putzen dahinter. Da kommst du noch bei. Die Steckdose, weiß ich nicht, ob die zulässig ist in dem Bereich, aber das klären wir noch. Aber es ist ja ein Musterhaus. So. Aber das ist ja mal ein Waschtisch. Das heißt, das ist auch Eiche, die Platte, oder? Es ist ja auch Eiche massiv natürlich. Individuell von unseren Jungs in der Werkstatt angefertigt. So, das kenne ich aus Fernost. Das sind so aufgeschnittene und polierte Steine. Die kommen wahrscheinlich nicht aus NRW, oder? Nein, das ist, glaube ich, ganz einfache Baustoffware. Also das haben wir gekauft, haben wir zugekauft. Also schick. Ja, also es passt einfach zu diesem Naturoptik. Das ist uns nicht angeschlossen, weil darunter, wenn du es mal gerade anhebst. Genau.
So, da ist. Deswegen ist auch die Badewanne bei uns erlaubt, weil wir kein Wasser hier haben. Ihr habt kein Wasser hier oben. So. Wie du siehst, haben wir auch keine Toilette. Was ich cool finde auch, ihr habt wenig Fugen oder Leisten oder so irgendwas, weil der Boden, wie ist der beschaffen? Also auf was stehen wir gerade? Ist das hier Estrich, Holz? Also wir haben im Bereich des Blockhausbaus, wie wir es bauen, auch im oberen Bereich voll Estrich, Isolierung voll Estrich, wie wir es eigentlich aus dem traditionellen Steinhausbau kennen, mit Fußbodenheizung auch. Wenn du mal gerade so ein bisschen schwingst, eine dynamische Last aufbaust. Dann musst du viel schwingen, weil diese Balken, die wir da unten, die du eben so schön von unten gefilmt hast, die haben genau die gleiche Tragkraft wie das Dach. Also auch da können wir jetzt hopsen und tanzen. Und die bewegen sich nicht. Die also hier reißt auch nichts, wenn ich mich springe oder irgendwas. Du kannst auch dein Aquarium, wenn du Aquaristik hast, einfach reinstellen. Wasserbetten gehen. Ist kein Thema. Okay, also auch ein Auto im ersten Stock, bitte kurz Bescheid sagen, dann könnt ihr es berechnen. Also ich als Autofetischist hätte gerne spätere Kinderzimmer, wenn wir zu Hause auch ein Auto haben. Gut. Okay. Und man braucht hier wirklich keine andere Dämmung, bis auf diese Holzbalken? Nein, du hast wirklich nur die 20 cm Holzwand. So, das Velux-Fenster, auch da, den Rahmen habt ihr selber gebaut, nehme ich an? Den Rahmen haben wir hier selber gebaut, genau. Und dort haben wir eben mit dem schon Velux-Fenster, das ist unser Partner für Dachfenster, muss ich ganz klar sagen. Es gibt tolle Hersteller wahrscheinlich auch da, aber man muss sich ja für ein Produkt entscheiden. Gibt ja nur zwei. Maßen etc. zusammen, das ist dann immer einfacher. Ne? Ich kenne nur zwei. Also da, wobei ich habe selbst Velux, was ich so geil finde bei Velux, du gibst irgendwie diese Rahmennummer, die steht da drin. Ja. Und dann tippst du die ein, das Fenster ist irgendwie so 25 Jahre alt und dann sagst du, ich hätte gerne eine Verschattung oder und dann bestellst du das online und das ist zwei Tage später da. Das stimmt, das ist wirklich, das ist ein toller Partner, mit dem wir da zusammenarbeiten. Und du kriegst auch jeden Schrott von Velux. Also du kriegst alles nach, jedes Ersatzteil, wirklich. Alles. Das ist wirklich so. Und das wirklich auf lange, lange Zeit. Ja, wir haben jetzt mal ein Fenster jetzt mal ersetzt, weil das war ein Echtholzfenster. Bei dir zu Hause? Nach 30 Jahren irgendwann sah das nicht mehr schön aus, aber es war dicht, hat funktioniert, war alles, hat nicht mehr gepasst. Wir haben uns ein weißes Velux reingemacht. Ja. Und da habe ich nur die Rahmennummer eingegeben und habe ich das Fenster neu bekommen mit den gleichen Maßen, mit allen. Das ist wirklich so. Also das passt wirklich und deswegen haben wir auch diese Zuverlässigkeit, weil es eben passt und wir dann eben mit Sparrenmaßen arbeiten, weil wir den Dachstuhl ja dementsprechend vorfertigen. Sogar die Amerikaner haben jetzt Velux. Hast du gewusst? Ja, nein, das habe ich noch nicht gewusst. Also ich war letztes Mal, habe ein Velux-Fenster in Amerika entdeckt. Okay. Ja, dann, das ist ja mal ein Schlafzimmer. Ich glaube, die Räume dürfen auch ein bisschen kleiner sein, weil die Wirkung von dem Raum ganz anders ist. Also weil du hast durch diese Höhe und durch diesen Effekt, du guckst ja von unten nach oben und du kannst ja nicht rückwärts gucken. Ja, das ist ja noch nicht erfunden bei Menschen. Nein. Sondern du liegst da und guckst auf diesen offenen, großen Raum. Genau. Und hier wünscht man sich doch keinen Fernseher, kein Netflix. Hier will man doch einfach... Da will man eine schöne Zeit verbringen, ja. Was auch immer. Der Boden ist echt? Ja, auch Massivholz. Auf Estrich und Fußbodenheizung natürlich. Also alles, was ihr seht, ist frei planbar. Also es gibt nicht nur dieses Haus... Sondern ihr baut auch einen Grundriss mehr, habe ich erfahren. Nee, er baut, wie der Kunde will. Wir bauen, wie der Kunde will, ganz genau. Bitte mal öffnen, sei so lieb, Frank. Das mache ich dir auch gerne. Was sind das für Fenster? Das sind Holzfenster. Von euch? Eigenmarke? Holz-Alu-Fenster in diesem Falle. Wir arbeiten da auch mit einem Partner zusammen. Die Beschläge funktionieren auch noch nach 3 Jahren? Also nach 3 Jahren auf jeden Fall noch, genau. Wir machen routinemäßig nach der ersten Heizperiode, wenn der Kunde dann ein Haus bestellt, Frühling, Sommer, Herbst und Winter, kommen wir automatisch einmal vorbei und stellen die Fenster von uns aus immer einmal nochmal neu ein, weil sich da immer ein bisschen was bei den Fenstern bewegen kann. So, die Zapfen, ich zähle mal, ihr habt nur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, das hätten auch ein paar mehr sein können, oder? Wenn du mir jetzt einen Grund nennst, warum es mehr sein würden. War ein Scherz. Also ihr habt den besten Ausblick hier am Musterpark. Ja, also immer gerne beliebt bei dem Mainmarkt-Festspiel, wenn hier die Reitturniere sind. So, und da kann man sich ein Ticket ziehen, kommt hier drauf. Genau. Sag mal, die Leute, raffen die das, wenn die das Haus hier sehen, im Vergleich zu den anderen, was das hier soll? Guck mal, hier siehst du so eine kleine Schraube, die hier durchgeht. Das ist übrigens eine Verschraubung. Ich sagte dir vorhin, dass wir die Wand verschrauben. Und das ist eben eine Verschraubung, die im Innenwandbereich eingelassen wird. Das ist innen auch so. Das ist eine Verschraubung, die geht von hier. Wenn du das von unten filmen würdest, würdest du es ja auch sehen. Ja. Und das hält die Banken. Das ist das, weshalb die Wand... Siehst du sie? Oder ist ja, da ist ein Loch drin. Genau. Ich hab das von... Und das ist auch bei den großen Wänden so. Okay. Also das ist somit halten unsere Wände. So werden die bei uns im Werk zusammengeschraubt. Auch Spannung sind die dann. Das heißt, die halten zusammen, halten dicht. Die halten zusammen und halten dicht, genau. Okay.
wie enge Freunde. Da ist ein bisschen Kleber, hat der Kollege Leim ist da drauf, hat er gesagt. Im Außenwandbereich, also in der äußeren ganz kleinen Fuge, einfach weil es dann eben im Zweifel, wenn es eine zu hohe Sonneneinstrahlung kommen kann, dann kann es sich sein, dass es aufreißen möchte, aber nur im Außenbereich 1 Zentimeter und das verhindern wir damit. Genau. So, innen drin ist alles frei. War aber auch eine Lernkurve, die habt ihr wahrscheinlich so Kleinigkeiten in den letzten 40 Jahren, habt ihr die verändert? Ich sagte ja, dass wir das Prinzip, wie wir es hier bauen, das Grundprinzip seit ungefähr 20 Jahren machen, aber natürlich in solchen Dingen uns immer im Kleinen immer weiterentwickeln und ändern und den aktuellen Dingen auch anpassen. Aber das zeigt ja auch, dass es schon gut war und dass man jetzt gar nicht mehr so viel schrauben muss. Wir müssen nicht viel verändern und das macht die Sache für uns auch so beherrschbar, dass wir das, dass wir mit so Gewährleistung, Garantie wenig am Hut haben. Weil wir einfach wissen, dass es funktioniert. Und wenn du es 20 Jahre machst und nichts veränderst, warum soll das halt nicht mehr funktionieren? Warte, ich zeig mal gerade hier vorne. Also Dach und so, Ziegel und so, das kann ich wählen, je nach Bautyp. Wo ich bin. Genau, kannst du wählen. Farbe, wenn sie nicht vorgeschrieben ist, kannst du alles wählen. Ah. Im Allgemeinen arbeiten wir heute mit Tonziegeln. Das ist eigentlich so Stand der Technik. So, in Amerika, Termiten, habt ihr ein Problem? Nee. Nee, warum also nicht? Also die ganzen Holzschädlinge, was es alles gibt, weil das Holz einfach zu trocken und zu hart ist. Die haben keinen Bock da drauf. Die haben keinen Bock drauf. Okay. Das schmeckt nicht. Ja. Die Zähne sind zu weich. Ja. Also ist so, ich frage mal so, weil der gemeine Holzbock und so, den hast du ja schon mal bei Häusern, die ein paar hundert Jahre alt sind. Ja. Das ist aber hier neues Holz. Ihr liefert den ja nicht mit. Der ist in den Holzern. Nein, ganz im Gegenteil. Wir haben natürlich auch Versuche schon gemacht, um eben alte Schränke an unsere Holzwand zu stellen, um zu gucken, ob ein Übergriff stattfindet. Und dann sieht man möglicherweise kleine Angriffsstellen, wo der Bock will, aber nicht weiterkommt. Und dann haben wir nichts mit am Hut, wirklich. Also auch bei den völlig unbehandelten Häusern. Also du merkst die, im Prinzip die Vorwegnahme von Einwänden. Ich bemühe mich schon hier. Du bemühst dich und wir haben das also wirklich, also wir machen das ja für jeden gleich. Ob du es jetzt bist oder der Kunde, die erfahren von uns. Der Frank nervt, der hat auf alles eine Antwort, das mag ich nicht. Der Holzbock ist okay, die Traglast ist okay, die Wandhöhe ist gut. Die, ich sag mal, die Bauämter wollen das. Jetzt sind die Schweizer ja ein bisschen anders. Ich sag mal, die können ja hier mit der Bauweise, können die ja ab. Das heißt, so ein Stadtbildplaner, der freut sich, oder? Wenn er kommt. Ein welcher Planer? Ein Stadtbildplaner. Ach so, ja, genau. Und in der Schweiz ist es eben auch so, dass oftmals dann die Häuser auch wirklich unbehandelt sein müssen. Und dann brauchst du halt so eine hohe Qualität, weil der Schweizer, wenn du mal so durch so ein Bergdorf fährst, ist natürlich besonders schön, wenn es alles die schöne silberne Patina hat. Hm. So, für was wäre der Raum hier? Was können wir hier machen? Sitzen. Da kannst du im wahren Leben eine Wand einziehen und hast ein Kinderzimmer. Nee, das würde ich nicht machen. Ich würde es genauso lassen. Deine Kinder sind ja auch alt, wie du mir gesagt hast. Älter. Aber im wahren Leben ist es natürlich, das habe ich ja eingangs gesagt, es kommen Leute rein und sagen, viel verschenkter Raum. Ich persönlich bin Freund von offenem Wohnen. Aber das ist wirklich, also du kannst natürlich das Haus, wenn ich sage für 4 Personen, kannst du hier auch locker 6 Personen einbringen. Weil das ist ein optisches Element, was toll aussieht, aber wo der eine oder andere vielleicht auch sagt, ich mache das Haus ein ganz kleines bisschen kleiner, weil ich im Budget mich orientieren muss und dann eben mir diesen Teil nicht erlauben möchte, weil ich dann lieber ein Zimmer mehr haben möchte. Es ist draußen knackig kalt, wir haben 2 Grad, hier drin ist es schon fast zu warm. Es ist wirklich diese kleine Wärmepumpe packt das ganze Haus. Genau, das ist wirklich so. Wir haben natürlich jetzt auch wunderschönes Wetter draußen. Wir haben es zwar draußen, wie du sagst, knackig kalt, aber ein bisschen Sonneneinstrahlung langt ja heute schon. Und wenn du dann eben auch die Planung so machst, dass du ein paar Fenster zur Sonne ausgerichtet hast, dann kannst du deine Energiekosten unglaublich minimieren. Boah, das hier ist doch Leben im Urlaub so ein bisschen. Ja, deswegen geht es mir auch so gut. Hast du selbst ein Haus oder kannst du das nicht leisten? Also wenn ich jetzt sagen würde, ja, würden alle lachen, die das hören und mich kennen. Ich selber habe kein Blockhaus, muss ich fairerweise sagen. Aber wir wollen ja immer offen und ehrlich sein. Ich habe eine Frau geheiratet, die ein Haus mitgebracht hat. Ah. Aber das nächste Haus, meine Kinder sind ja wie gesagt 13 und 16, wenn die ausgezogen haben. Kriegen die eins geschenkt. So. Die kriegen eins geschenkt und der Plan des Hauses für mich und meine Frau im Alter ist schon da. So. Und? Alle meine Freunde, wenn du das fragen willst, die haben natürlich... Ja, ist ja klar, weil sonst wären es auch keine Freunde mehr. Du kannst nur mein Freund sein, wenn du ein Haus bei mir kaufst. Genau. Ja, so. Aber das kannst du dir auch nur erlauben, wenn du hohe Qualität hast, weil sonst ist beim Hausbau schnell der Freund. Was ich cool finde, ist, es ist keine Spezialimmobilie. Das ist ja oft das Problem beim kanadischen Blockhaus so, dass die Leute sagen, ey, oft wird es dann wieder abgebaut, weil du keinen Käufer findest eigentlich. Mhm. Dann wird es abgewertet, weil es eigentlich ein geiles Haus ist, aber irgendwie ist es so. Und das hier ist praktisch eine Mischung, echtes Massiv-Holzhaus plus minus eine klassische
Bauweise, die ja doch anders ist, weil du ganz anders arbeiten kannst hier. Genau. Aber dadurch, ich sag mal, ist der Werterhalt natürlich hoch. Also die. Du kannst, genau, der Werterhalt, es gibt also wirklich, A hält es ja ewig lange, haben wir schon gesagt, länger als wir alle leben zusammen. Es gibt Jahrhunderte alten Blockhausbau. Ja, aber auch das, die Design ist ja langlebig. Die Individualität ist natürlich gegeben. Du kannst insbesondere, weil alle Innenwände, haben keine statisch tragende Bedeutung. Also wir können jetzt rein theoretisch hingehen, alle Innenwände aus, alles, was du hier in Weiß siehst, hat keine statisch tragende Bedeutung. Ah. Das heißt, können wir ausbauen, umbauen, rausbauen, reinbauen. Das ist ja geil. Das heißt, du kannst den Grundriss nachträglich verändern. Du kannst auf der Baustelle, wenn wir das Haus gestellt haben, ist der Rohbau fertig und dann kannst du, wenn du möchtest, individuell deine Innenwände stellen. Also das ist schon mal ein Riesenpluspunkt, finde ich. Das ist ein ganz großer Pluspunkt, insbesondere dann, wenn es jetzt um Größen von Gästetoiletten etc., wo du sagst, ah, doch einen halben Meter größer oder ich möchte doch das offene bauen oder ich möchte das Kinderzimmer erst später bauen, dann brauchen wir die Wand nicht. Das ist wichtig. Also alle Innenwände haben bei uns wirklich. Ah, das heißt auch, es lohnt sich, so ein Haus wirklich zu renovieren, weil die Bausubstanz ist praktisch unverwüstlich. Genau. Und innen kannst du immer wieder das anpassen. Du kannst das in 20 Jahren sagen, ich baue mal alle Rigipswände ab und mache mir einen neuen Grundriss. Genau. Ja, oder auch mit dieser Außenfläche zum Beispiel. Man hat vielleicht erst ein Zimmer, dann zieht das Kind aus und man macht es auf zum Beispiel. Ja, du kannst alles machen. Und das ist ja klar. Und die Blockhauswand selber, die ist da musst du ja nichts dran machen. Ich stelle mich mal gerade hier in die Ecke, dass ich mal euch mal gerade zeige von der Raumgröße. Quadratmeter, was haben wir hier ungefähr? 10? Ja, das würde ich jetzt mal sagen, mit 3x4 Meter sind 12 Quadratmeter. 12 Quadratmeter, also Pi mal Daumen. Aber die Räume wirken viel größer, weil du viel Licht hast. Durch diesen Überhang hast du natürlich einen Wetterschutz und einen Sonnenschutz. Das heißt, du hast eine eingebaute Sonnen... Also wenn wir Balkone bauen, dann bauen wir, wie hier mit Balkon, bauen wir die immer mindestens 1,20 Meter und das Dach 1,40 Meter, weil das können wir aus statischen Gründen bauen. Deswegen immer einen anständigen Dachüberstand und du wirst bei uns auch keine Häuser unter Dachüberstand 80 cm finden. Außer es ist wirklich im Baurecht und das ist manchmal wirklich definiert auf 40, 50 Zentimeter. Ansonsten gehört zu einem Haus im Allgemeinen ja auch eigentlich immer ein Dachüberstand. Kann ich den zumachen, wenn ich so ein bisschen, ich sag mal, sage, okay, finde ich super, aber ich würde gerne das noch nutzen, um den Herbst ein bisschen zu verlängern zum draußen sitzen? Du meinst verkleiden? Ja, verkleiden. Ja, genau, also. Das könnte man machen. Also, das so eine Art, also jetzt nicht Wintergarten, sondern im Prinzip so eine Überdachung, eine Terrassenüberdachung haben ja viele, die, damit die Sonne reinkommt und wenn der Wind extrem geht. Es gibt wenn ja so Gegenden, du das machen möchtest, dann kannst du es ja auf jeden Fall. Also alles, was technisch geht, könnt ihr realisieren. Genau. Okay, verstanden. So, jetzt kommt es noch besser. Ich habe euch ja gesagt, wir sind eine Stunde dran. Aber das ist so das Minimum für so ein Haus, weil das ist ein sehr erklärungsbedürftiges Produkt. Es ist nichts, was du an jeder Ecke findest. Preislich finde ich es absolut gerechtfertigt, weil wenn du siehst, was hier andere Häuser kosten auf dem Park, da bist du nicht viel teurer. Also das wissen ja viele gar nicht. Die sehen das Haus und sagen, oh, brauche ich gar nicht erst reinzugehen, kann ich mir eh nicht leisten. Genau, das wissen viele nicht. Deswegen sprechen wir mit den Kunden drüber. Und du hast eben bei der Bauweise eben dann, auch wenn es wirklich eng im Budget ist, die Möglichkeit der Eigenleistung, die du selber bei uns einbringen darfst. Wie viele Häuser habt ihr entstehen, Musterhäuser insgesamt in Deutschland? In Deutschland haben wir 8 Niederlassungen jetzt aktuell. Die neueste haben wir in Bayern unten gerade aufgemacht, wurde letzte Woche eröffnet. 3 in der Schweiz und in Holland. So. Wir gucken mal, wie der Film einschlägt. Aber ich will, eigentlich bin ich ganz ehrlich, ist jedes Haus ja nicht baugleich, sondern ihr habt jedes Haus anders geplant. Jedes Haus ist anders. Damit die Kunden auch schön vom Pontus nach Pilatus fahren können. Tun die Leute das? Machen sie eine Deutschlandtour? Ah, es gibt welche, ja. Es gibt wirklich welche, die kommen. Insbesondere die jetzt aus den Niederlassungen kommen, wo wir keine Fertigung haben. Wir haben ja, unsere Fertigung ist auch in den Niederlassungen, wo wir Musterhäuser haben. Und dann kann es schon sein, dass sie sagen, wenn wir unser Haus wird, oder euer Haus wird in der 13. Kalenderwoche gefertigt, dann kommen die auch vorbei und gucken sich an, wie ihr Haus gefertigt wird. Habt ihr am Standort Musterhäuser stehen bei euch in der Fertigung? Ja. Okay, wie viele? Also immer mindestens 1 und in der Hauptniederlassung oder in der Urniederlassung, sage ich mal, bei uns zwischen Köln und Bonn bei Lohme haben wir dann 3 Musterhäuser stehen, wobei jetzt das allererste Haus, was wir gebaut haben, das steht bei uns immer noch in Lohme. Das ist jetzt knapp 50 Jahre alt. Geil, also ich komme vorbei bei euch. Ist das weit weg von Köln? Oder? Das von Köln 30 Minuten. 30 Minuten, also das genau, ist... Genau, aber kennst du Siegburg? Ja klar, so. Ich kenne SU. Siegburg, SU genau und dann fährst du Lohme Nord ab und dann bist du eigentlich in 5 Minuten bei uns. SU weiß ich nämlich, weil da wurde einer mal in der Wüste ein LKW-Fahrer ermordet. Du weißt warum? Die dachten Sowjetunion. Und nee, ist kein Witz, ganz schlimme Geschichte. Und die dachten wirklich, der käme irgendwie aus Russland. Und da hatten die einen Hass auf den, haben den umgebracht wegen Siegburger Kennzeichen. War 70er Jahre, gab es irgendwie. Nicht so eine schöne Geschichte, aber so konnte ich mir Siegburg ganz gut merken, das Kennzeichen. Genau. Ja.
Genau. Was ist das bei euch für ein Radiosender, Bonn-Rhein-Sieg oder was hört ihr? Bonn-Rhein-Sieg ist sehr regional, das wird sehr gerne gehört. Ja. Ansonsten hörst du da nicht eher den 1 Live, Olli Briesch. 1 Live gibt es aber so im öffentlich sind wir mit SWR 3 oder WDR 2 gut aufgestellt. Okay. Die Fußballfans kennen SWR 2. WDR 2 schon. Du bist Fußballfan? Ja. Was guckst du gern? Ich gucke nur den HSV. Also nicht Schalke? Nein. Wenn sie gegen den HSV verlieren, ja. Boah, sag das nicht. Schalke? Nein, ich war jetzt unten jetzt in Düsseldorf. Die Geschichte kennen schon ein paar Zuschauer. Bin am Ausparken und der Parkmann, da frage ich, wer spielt denn hier gerade in Düsseldorf? Hat er gesagt, hier irgendjemand hat gespielt. Und dann hat er gemeint, ja, ich kenne nur einen Verein, ich habe nichts mit Fußball. Das Schalke, weil da habe ich gerade im Radio gehört, die hätten so oft verloren, 15 Mal verloren. Da sagt er zu mir, na, vielen Dank, das ist mein Verein. Ja, danke auch noch. Also es gibt ja immer so gewisse Anknüpfpunkte bei Kundschaft, die reinkommt. Und da ich im Fußball sehr bewandert bin, fällt es mir oftmals leicht mit den Herren der Baupartner. Also ich habe keine Ahnung, Fußball. Dann ja. Und Simone ist Handballerin, also insofern. Nein, aber Fußball ist natürlich, hat eine hohe Bedeutung. Und, aber wie gesagt, als Ur-Hamburger bin ich dem HSV immer noch bei allen Desastern, was wir in den letzten Jahren erlebt haben, immer noch treu. Wo spielen die, in welcher Liga? Die steigen jetzt nächstes Jahr in die erste wieder auf. Also jetzt in der zweiten sind die? Ja. Okay. So, das ist jetzt auch nochmal ein Kinderzimmer. Aber Grundrisse vollkommen frei, wie wir gehört haben. Kann man auch während der Bauphase alles ändern. Ganz genau. Wenn man... Ja, Lust und Zeit und keine Ahnung. Die Verschattung, das wird ja, ist ja hier eingebaut, innen jetzt. Genau. Außen verschatten geht auch. Würde auch gehen. Der einzige, wenn wir das, was man so im Üblichen kennt, diese sogenannten Aufsatzrollläden, die gibt es im Blockhaus nicht, weil die Wand ja nur 20 cm stark ist. Und das heißt, wenn wir Rollläden von außen haben, bauen wir sie von außen auf. Mhm. Und Verschattung etc. geht natürlich auch von innen. Also das ist ja kein Problem, gibt es ja heute alles. Und die Wand wird nicht heiß, auch nicht im Hochsommer. Nein. Nee. Von außen. So, guck mir mal in die Augen, die wird nicht heiß. Die wird nicht heiß, nur von außen. Nur genau. Von außen. Und die wird im Winter nicht kalt, sondern die wird so kalt wie der Innenraum. Von innen wird sie nicht kalt. Ist wirklich so. Also wenn du mal gerade da dran fasst, fahr mal da an die Wand. Nee, innen, außen an die Wand. Hier? Ja, ist da irgendwas kalt? Also du kannst, aber weißt du, was das Schönste ist? Jetzt komm mal her, ja. Simone. Ja. Ja. Jetzt fass mal die beiden Elemente an, ja. Und sag mir, welche beide, weiß und bald gleichzeitig. Ach so. Und jetzt sagst du mir, was gefühlt wärmer ist. Ja, auf jeden Fall das Holz. Obwohl es ja die gleiche Temperatur hat. Es fühlt sich warm an. Es muss ja die gleiche Temperatur haben, weil es ein Innenraum ist. Ja. Es ist einfach ein warmes Produkt, was A, ausstrahlt die Wärme und sich B, warm anfühlt. Und das ist der sogenannte Blockhaus-Effekt, das sogenannte Wohlfühlklima, ja. Was du hast im Blockhaus. So, jetzt gehen wir nochmal raus, weil ich habe jetzt so viel drin gesehen. Sag mal, das hier ist eigentlich eine optische Täuschung, dieses Haus. Das wirkt von innen doppelt so groß wie von außen, aber weil ihr es klug geplant habt, oder? Ja, könnte ich jetzt sagen. Das ist wirklich, also wir sind leider, ja, wir haben es sehr gut klug geplant, aber wir haben es wirklich geplant, weil wir denken, wir können hier sehr viel zeigen an dem Haus. Wer hat das geplant, das Haus? Name? Vorname? Ich nicht. Ich kann es dir ehrlich gesagt gar nicht ganz genau sagen. Aber gute Arbeit. Also ich würde gerne loben. Wir haben Fachplaner bei uns im Büro. Wir machen ja die Bauanträge, die Architektur machen wir alles selber. Und da ist das Haus mal irgendwann entstanden. Diese Blockbohlenhäuser habe ich gesehen. Da verschenkst du so viel Raum, ja. Weil die Blockbohlen so fett sind. Also die sind halt immer so gefühlt einen Meter dick oder so. Ja, genau. Und dann werden die übereinander gesetzt und dann machen die auch einen riesen Bohai drum. Ja. Das hier ist bei euch alles nicht so. Ihr könnt vollkommen frei planen. Wir können völlig frei planen und Bohai können wir um alles machen, aber für uns ist wirklich, dass der Kunde sich nachher wohlfühlt und wir definieren uns nicht über Architektur oder über Besonderheiten, sondern das Blockhaus ist das Besondere. Also ihr habt keine Philosophie, das muss jetzt genauso sein so, aber ich guck mal gerade hier, also das ist ja auch ein schönes Designelement, guck mal hier oben drauf, das ist das gleiche Material wie... Also du siehst, selbst wenn du mal von vorne filmst, auch da Kernholz nach außen und auch Massivholz, das ist der gleiche Wandaufbau wie außen auch. So, das Holz ist natürlich aus Raubbau oder ist es irgendwie zertifiziert, auch wenn es kommt? Es kommt bei uns aus Nordfinnland oben. Ja, aber da wachsen Bäume nach, oder? Da wachsen die Bäume nach. Wir haben natürlich nachhaltige Forstwirtschaft. Wir sind RAL zertifiziert und müssen das nachweisen. Für den Laien kannst du immer sagen, einen Baum, den wir schlagen, müssen wir 1,3 aufforsten. So, und das ist normale Forstwirtschaft für Leute, die sich nicht auskennen. Da muss man sich nicht festkleben. Das ist kein Problem. Holz wächst nach. Ja. So haben die Leute, glaube ich, schon vor 5000 Jahren gebaut und du bist da nicht viel anders, oder? Nein, wir sind da überhaupt nicht anders und wenn du das noch mal ein ganz kleines bisschen, ohne zu weit auszuholen, wir müssen das Holz schlagen. Das ist wie bei Menschen. Alte Menschen haben wenig Umsatz von
wie heißt das? Jägern. Die müssen, genau, das muss, ein Baum in der Wachstumsphase bindet CO2 und wenn er alt ist, bindet er kein CO2 mehr. Das heißt, wir müssen dafür sorgen, dass junge oder alte Bäume wegkommen und neue aufgeforstet. Das muss natürlich, genau. Das heißt, die binden CO2? Das ist ein ganz entscheidender Punkt, das wird immer vergessen. Man sagt immer, der Baum ist tot. Nein. Ein alter Baum, Stoffwechsel, das war das Wort, was mir fehlte. Ein alter Mensch hat kaum Stoffwechsel und beim Baum ist es nicht anders. Und das ist genau deswegen, müssen alte Bäume weg und junge müssen natürlich aufgeforstet werden. Und das ist eben diese nachhaltige Forstwirtschaft. Passiert übrigens auch, wenn man das Gras mäht. Sehr gut. Sehr schön. Altes Gras ist nie so grün wie junges. Das Wort zum Sonntag. So, von Frank und Christian. Hier vorne sind schon Interessenten. Also, ich hoffe, wir konnten euch einen guten Einblick geben in eine tolle deutsche Firma aus NRW. Hätte ich ja jetzt alles gedacht, aber nicht, dass er aus NRW kommt, ja, sondern irgendwoher. Aber da ist ja schön bei euch. Das ist eine Ferienregion. Also, wer sich ein bisschen auskennt, Köln besteht nicht nur aus BASF und Bayer, sondern hat schöne Ecken und das ist fast eine Urlaubsregion, wo er kommt. Das ist, also wir wohnen ja im sogenannten Bergischen Land und das ist also wirklich eine ganz, ganz tolle Region. Wer mal vorbeikommt bei uns oder mit dem Fahrrad mitbringen, Wohnmobil mitbringen, eine sehr beliebte Region. So, wir gehen mal vor die Tür, dann zeigen wir mal, wo wir sind. Wir sind in Mannheim, das liegt in Baden-Württemberg. Also für Leute, die es nicht kennen, das ist eine Stadt, die, habe ich mir jetzt mal ein bisschen reingelesen, ganz komischen Grundriss. Hast du mal geguckt, wie die angelegt ist, die Stadt? Also ich bin so verliebt in mein Haus. Ich war wirklich selten in Mannheim, muss ich ganz ehrlich sagen. Also Mannheim ist irgendwie im 17. Jahrhundert quadratisch angelegt worden und besteht aus sogenannten Quadraten. Ach, daher auch diese Hausnummern, Carré. 1, 2, genau, das habe ich schon gehört. Genau. So, und das ist in Mannheim so. Und wenn du mal da reinguckst, da ist alles quadratisch angelegt. Okay. Hast du gewusst? Nee, also ist eine absolute Besonderheit. Ist also irgendwann mal quadratisch angelegt worden. Du denkst, du bist in New York und alles hat hier Quadrate. Und das habe ich nur gesagt, damit ihr euch gut merken könnt, wo ihr seid. Denn hier laufen durch das Haus sind gefühlt schon wahrscheinlich 100.000 Leute gelaufen. Gefühlt, ja. Also, mich hast du überzeugt. Jetzt brauchen wir nur das nötige Kleingeld. Aber wenn ihr plant, vielleicht für 800.000 Euro ein Wohnmobil zu kaufen, das hier ist ein bisschen immobil, muss ich sagen, aber es hat was. Und der Laden heißt Fullwood. Wohnblockhaus, zeitgemäß bauen mit Holz, nachhaltig, individuell, verlässlich. Herzlich willkommen. Und die QR-Codes, die filme ich mal kurz ab. Ihr müsst jetzt ein Stammbild machen. Dann könnt ihr das hier abfotografieren, da seid ihr auf der Webseite. Das ist die E-Mail-Adresse und das ist die Telefonnummer. Und die Öffnungszeiten hier, ihr habt, glaube ich, Montag, Dienstag geschlossen, oder? Genau, hier in dem Musterhauspark sind sie von Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr. In den allgemeinen Niederlassungen von 9 bis 17 Uhr. Oder wir haben in jeder Niederlassung Tag der offenen Türe, die im Internet ausgewiesen sind, meistens zwischen 12 und 16 Uhr oder nach Rücksprache jederzeit möglich. Aber ich glaube, sonntags ohne Beratung und so, gell? Also bei uns kriegst du auch Sonntag eine Beratung. Echt? Ist es erlaubt? Das ist selbstverständlich erlaubt. Okay, super. Wirklich? NRW ist ein bisschen anders. Also bei uns kommst du sofort in den Knast, wahrscheinlich im Saarland, wenn du das machst. Aber in NRW, da wird auch gebaut. So, ich gehe mal ganz weit weg, dass ihr es mal seht. Vielen Dank fürs Einschalten, Frank. Cooles Video. 8.2.2023. Wir sind im Fertighauszentrum in Mannheim. Abonniert German Television. Drückt auf die Abo-Taste. Nur so kann ich auch in Zukunft die Simone bezahlen. Ja, denn Preis steigt täglich. Täglich, ja. Ich filme das lieber nicht, sonst schmierst du es mir nochmal aufs Brot. Tschüss.